Und weiter geht's mit Let's Play Assassin's Creed Origins. In der letzten Folge haben wir, glaube ich, den Seelenfresser getötet, die Riesenschlange dort. Jetzt schauen wir doch mal, wie es hier weitergeht. Sein Sohn. Oder sein toter Sohn, besser gesagt. Sie sind zurück, sicher vor dem, der ihre Augen im Dunkeln schließt. Mein Kind lebt. Reiset die Götter. Was siehst du? Dein Feind und der ihre sind derselbe. Lehne das. Die Echse wahrscheinlich. Essen im Tempel ab. Er, der es macht, vergiftet deinen Leib mit dem Fleisch der Toten. Geh und erschlage den Frevler und erlöse Memphis von dem Bösen. Das probieren wir doch. Gepriesen sei er, der uns alle erlösen wird. Wow, war das eine heftige Folge, die letzte? Wahnsinn. Sprich mit Pascha über Taimhotep. Okay, die Maske der Echse. Weiter geht's. Ah ja. Ah, seine Frau? Mein Liebster. Geht es dir gut? Mir geht's immer gut. Viel besser, wenn ich dein Gesicht sehe. Da ist etwas Fremdes in deinen Augen. Was beschäftigt dich? Träume. Von unserem Sohn. Ayek. Die Frau des Hohepriesters wurde vergiftet. Ihr Seher behauptet, dass der Giftmischer unser Feind ist. Die Echse? Ich glaube schon. Der Apis-Stier steht auch an der Schwelle des Todes. Gehen wir zum Tempel. Unterwegs sprechen wir über deine Träume. Okay. Na, dann gehen wir mal. Komm, mit dem Boot geht es schneller. Okay. Ein Boot hier. Wie fühlt es sich an, der Magi von ganz Ägypten zu sein? Manchmal ist es wie einen Ameisenhaufen zu hüten. Jetzt hier lang, oder was? Aber ich bin stolz, den Bedürftigen zu helfen. Das bin ich auch. Und stolz, der Königin zu dienen. Hast du den Hohepriester gesprochen? Ja, vor der Ankunft der Königin. Sie kommt nach Memphis? Ja. Die verbannte Herrscherin kommt ins Herz des alten Ägyptens. Das wird dem jungen Ptolemäus nicht entgehen. Mein Herz springt vor Freude, dich zu sehen, Bayek. Ah ja. Du bist der einzige Lichtblick in meinem Leben. Ich geh aber weg hier. Ich bin wieder an meiner Seite. Ich bin an den Dienst der Königin gebunden. Und unser Bund? Bedeutet so viel wie immer. Aber wir kennen die Taten des Ordens. Bekämpfen wir ihn Schulter an Schulter. Ich gab der Königin mein Wort. Was tat sie für dich, das ich nicht auch tat? Sie hebt meinen Blick zum Horizont. Ich werde unseren Verlust immer betrauern. Immer. Doch ich muss eine Welt schaffen, die größer ist als unser Schmerz.
Auf das keine Mutter mehr durchmachen muss, was ich erlebt habe. Wenn ich die Echse getötet habe. Wenn du die Echse getötet hast, verlasse ich Memphis. Dann folge ich dir. Lass uns gemeinsam jagen, so wie früher. Ja, das hört sich doch gut an, aber wir sind ein Haufen Quests. Willst du mir von ihnen erzählen? Nein. Ich möchte dich nicht belasten. Irgendwann müssen wir darüber reden, wenn der Sand sich legt. Wenn der Sand sich legt. Wann wird das sein? Bald, hoffe ich. Okay. Wo sollen wir anfangen? Geh du zum göttlichen Stier. Ich spreche mit den Priesterinnen. Ach, natürlich. Lass mich nur den Stall ausmisten. Mache ich, kein Problem. Untersuchungsgebiet. Schauen wir doch mal. Okay, hier müssen wir einen Haufen untersuchen. Pasche Remta hat einen Vorkoster für das Wasser des Gottes. Dein Fell hat seinen Glanz verloren, Herrlicher. Deine Flanken sind eingefallen. Möge Hathor dich stärken. Ja, schauen wir doch mal, dass wir das wieder hinkriegen mit dem Bullen da. Das sind Opfergaben für den Stier. Nichts Verdächtiges. Okay. So, wo haben wir jetzt nicht noch? Was? Draußen? Den da? Wir sind hier ein Kackhaufen, oder was? Und früher der... Was reingeht, muss auch wieder raus. Oh. Pfirsichkerne. Daran ist die halbe Herde meines Vaters gestorben. Ich sollte das Futterlager des Gottes durchsuchen. Bald habe ich dich, Giftmischer. Hey! Fütterst du den Apis-Stier? Nein. Um sowas kümmern sich für gewöhnlich die Priesterinnen. Weißt du, wo sein Futter gelagert wird? In dem Gebäude, dort drüben bei der Treppe. Aber es wurde abgeschlossen, als der Stier krank wurde. Hab Dank. Um die Spuren zu verwischen? Das Futter könnte Schuld an der Krankheit sein. Aber ich muss ganz sicher gehen. Ich brauche mehr Beweise. Mhm. Hier hätten wir noch ein bisschen was. Futter für den Stier. Der Rest wird vermutlich in diesem Schuppen gelagert. Okay, wie kommen wir da rein? Rein. Einfach reinhauen. Okay, so kommen wir rein. Pfirsichkerne. Genau. Wenn der Apis-Stier damit gefüttert wurde, erklärt das seinen Zustand. Und diese Kette hier. Eine der Zwillingspriesterin hat so etwas getragen. Mal sehen, ob eine von ihnen weniger um den Hals trägt. Okay, berichte Aya und den Zwillingen von deinen Funden. Okay, schauen wir doch mal, hier sind sie, ja? Gegrüßt, Schwester. Wie ich dachte, eine der Priesterinnen trägt ihre Kette nicht. Wie lange dient ihr schon in diesem Tempel? 2 Monate. Das ist eine heimtückische Art, ein Tier zu vergiften. Meine Schwestern, das war sicher ein Versehen. Einer, vielleicht, aber kein Scheffel. Wir mussten Pankratis retten! Hä? Wen? Unseren Bruder! Banditen haben ihn verschleppt, als wir über den Markt gingen. Sie zwangen uns, den Gott zu vergiften. Sie wollten Zwillingsschwestern? Den Krokodilen vorwerfen, wenn wir... Wir haben seitdem keine Nacht geschlafen. Es tut mir so leid. Wir hatten keine Wahl. Wir wollten nicht... Hier ist etwas faul. Das hier ist kein Fluch. Der Orden wird dahinter stecken. Geh ohne mich zum Tempel der Hathor. Ich lasse die Zwillinge nicht allein. Okay, schauen wir doch mal, ob wir das aufklären können hier, was hier los ist. So. Thank you.
So, 120 Midi. Schauen wir mal, wo der Bruder gefangen ist. Wahrscheinlich wieder irgendwo. Also, mal klar. Neuen Ort entdeckt. Aha. Ja, dann komm. Dann machen wir gleich mal down. Friss das, du Ratte! Bin in Reichweite! Bäm. So, noch Fragen? Ich müsste eigentlich mal ein bisschen schleichen, gell? Aber ich weiß nicht, mir gefällt es eigentlich so. Hilft den Zivilisten. Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Jep, dann schauen wir doch mal. Können wir hier runter? Wir sind da unten. Meine Schwestern sehnen sich nach meiner Rückkehr. Und die Mädchen in der Taverne sehen sich nach meiner. Aber wir müssen sie leider alle enttäuschen. Keiner von euch erwärmt sich für die Menschlichkeit. Ihr tut mir fast schon leid. Spar dir dein Mitleid für die Tavernenmädchen. Hier sind zwei. Aber ich glaube, hier werden noch mehr kommen. Da ist auf jeden Fall einer. Okay, ist ein Boss. Den machen wir dann aber in Ruhe, würde ich sagen. Lassen wir den erstmal vorbei. Ja, können wir den nicht gleich attentaten? Stoppen wir uns hier den nächsten. Bist du Pankrates? Das bin ich. Preis die Götter, dass sie einen starken Krieger zu meiner Rettung schicken. Trage dich nach Hause. Oh, die Waffe ist echt cool. Nehmen wir uns den Schatz mit hier. Das nehmen wir mit. Und das nehmen wir mit. Und den hier, was machen wir da hin? Tragen. Na komm, tragen wir den mal. Ja, warte mal, da ist noch einer. Kein Problem. Ich hoffe, dass wir hier normal rauskommen. Aber die Wachen müssen wir eigentlich alle gekillt haben. Normal müssen wir hier gut durchkommen. Aber was ist schon normal? Ich spreche lieber nicht im Freien darüber. Und außerdem machen mich meine Wunden wirklich sehr müde. Oh. So, gehen wir über die Brücke. Läuft doch, würde ich sagen. Hier ist mein Haus. Ja, ich sehe es. Hineingehen, lass uns reden. Okay. Ich erspare meinen Schwestern lieber die hässlichen Details meiner Geschichte. Natürlich. Der Mann, der meine Entführung befahl, ist ein Priester des Anubis im großen Tempel. Ein Priester aus Pascherentas Zirkel. Wie kann ich ihn finden? Er trägt einen blauen Schal und hat schrecklichen Husten. Die Echse. Sie ist gezeichnet. Okay. Denk mal, es wird jetzt bald unser nächstes Ziel sein. Die komische Echse da.
Pankratis! Bist du verletzt? Wurdest du misshandelt? Sie haben mich gefesselt und gaben mir nichts zu essen, außer trockenen Brotresten. Und? Das ist das Werk der Echse. Also werde ich meine Hände mit dem Blut eines weiteren Priesters beflecken. Der Orden ist überall. Zum Schutze Ägyptens wäre ich bereit, auch 1000 Priester zu töten. Wir sind der Gewalt verpflichtet. Jetzt und für immer. Wir sind der Gewalt verpflichtet. So. Muss davon erfahren. Er wartet am Palast. Ich habe Pferde für uns bereit. Worauf wartest du noch, mein Liebster? Sprich mit Aya. Hey. Reiten wir um die Wette, wie damals in Siwa? Nee, ich will nicht um die Wette reiten. Nur wenn du bereit bist zu verlieren. Gewagte Worte. Mal sehen, ob du auch lieferst. Friss meinen Staub! Und was bekommt der Gewinner? Das erfährst du nie! Du bist langsamer als Ramses und der ist schon ein paar Jährchen tot. Sagt sie, die hinter mir ist. Gib den Weg frei! Das hältst du nicht lange durch! Wollen wir wetten? Schneller, mein Pferd, schneller! Ich habe etwas zu beweisen! Kein Problem. Anscheinend bin ich schneller gewesen. Tja, anscheinend. Ah, wir haben alle unsere Schwächen. Ja, und deine ist mit Anstand zu gewinnen. Was hat das zu bedeuten? Die Königin wird reden. Hören wir ihr zu. Solange sie herrschen, liegt ein Fluch über dem Land, der die Nilflut versiegen lässt. Aber wenn die lebende Göttin erst wieder den Thron besteigt, wird das Wasser aufs Neue fließen. Durch uns strahlt Memphis wie in Gold gefasste Rubine. Durch uns wird Ägypten triumphieren. Die sind da, glaube ich, nicht so begeistert, die Menschen dort. Wir dürfen sie nicht verlieren. Sie müssen unsere Stimme als göttlich erkennen. Meine Königin. Ist der Apisstier immer noch krank? Wir kennen jetzt den Grund seiner Krankheit. Er wurde vergiftet. Wer war es? Die Zwillingspriesterinnen. Koche sie zu Tode in einem Bronzebullen. Göttin, nein. Sie wurden erpresst. Ihr Bruder ist von einem Priester mit blauem Schal und starkem Husten entführt worden. Hetepi. Aber er gehört zu meinen engsten Beratern. Die in unserem Schatten leben, sind am wenigsten vertrauenswürdig. Wenn sogar Hetepi gegen mich arbeitet. Deine Familie wurde bedroht von ihm. Doch jetzt ist sie sicher. Wir überstehen das. Die Priester des Anubis feiern ihre Riten im großen Tempel. Such nach ihren Masken. Meine Klinge ist genauso gut wie seine. Nein, Aya. Lass mich. Völlig egal, wer den Priester tötet. Bringt es zu Ende, bevor wir nach Herakleion aufbrechen. Alles klar, machen wir doch. Warte.
Tanun, der Vater, sende Kraft in deinen Arm. Brauche ich nicht, die habe ich schon. Okay, Leute, ich würde sagen, machen wir an der Stelle einen Cut und schauen uns dann in der nächsten Folge an, wie es dann mit der Echse weitergeht. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe hier einen Haufen Ziele. Und einer der Ziele müsste eigentlich der Priester sein. Das schauen wir uns aber in der nächsten Folge an. Wenn ihr genauso viel Spaß hattet in der Folge, lasst mir doch ein Like, Kommentar oder auch ein Abo da. Wie ihr wollt, würde mich alles sehr, sehr freuen. Genau, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao, euer Andi.